Hi Leute, hier ist Heike, hab Christian. Ich denke, die meisten von euch werden diesen Satz schon einmal von irgendwem gehört haben. Du darfst das nicht essen, du bist Veganer. Und das lässt sich eigentlich auf jede Esseinstellung übertragen, die jetzt nichts mit Religion oder mit Allergie zu tun hat. Dass die Leute halt so was sagen wie, ja, du darfst das nicht essen, obwohl man selber halt denkt, so ja, ich darf es doch essen, es gibt ja kein Gesetz dagegen, ich will es halt nur nicht. Und in diesem Video möchte ich kurz beleuchten, warum ich denke, die meisten Leute das sagen und wie man damit als Veganer oder als Paleo-Mensch oder als wer auch immer am geschicktesten umgehen kann. Die meisten Leute sagen so etwas nicht, weil sie euch hassen. Die meisten Leute sagen so etwas auch nicht, weil sie euch ärgern wollen. Die meisten Leute sagen so etwas, weil sie darüber nicht nachgedacht haben und vielleicht auch nicht verstehen, warum man sich so ernährt. Versetzt euch mal in die Schuhe eines normalen Essers, also jemandem, der einfach Fleisch isst und Käse und Milchprodukte und Eier und einfach, ja, halt alles, keine Einschränkungen macht. Stellt euch jetzt in einen Supermarkt und denkt euch alle Produkte weg, die vegan sind. Jo, eben, sieht traurig aus, oder? Und die Sache ist, die Leute denken dann manchmal so, ja, hä, warum soll ich das jetzt nicht essen? Ich meine, es ist doch da und warum soll ich jetzt darauf verzichten? Das ist auch etwas, was ich ziemlich lange nicht verstanden habe, so warum essen Veganer das nicht, es ist doch da, man darf es doch, weil manche Leute darüber nicht nachgedacht haben. Es ist nicht jeder so, dass sich jeder jeden Tag mit Ernährung beschäftigt oder so, die meisten Leute essen halt einfach. Und ich sage nicht, dass es unbedingt schlecht ist, sich nicht den ganzen Tag Gedanken über Ernährung zu machen, das ist auch schon so essstörungsmäßig, aber vielleicht ist den Leuten einfach noch nicht in den Sinn gekommen, dass es Leute gibt, die bestimmte Produkte nicht essen, weil sie das aus ethischen Gründen nicht verstehen. Das ist doch möglich. Warum sollte man dann patzig reagieren, so wie die meisten Veganer das tun? Höre ich zumindest oft, dass Leute das sowas tun. Und ich habe so auch reagiert, so nach dem Motto, ich darf es essen, ich will es einfach nicht. Das kommt direkt so von oben herab runter. Damit erreicht man niemanden. Damit erreicht man auch nicht, dass die Leute sich dafür interessieren, weil die Leute dann nur so denken, so, hä, was ist denn das für ein komischer Kauz? Und das ist ja genau die Reaktion, die man nicht erreichen möchte. Man möchte ja erreichen, dass die Leute so denken, oh, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ja, warum ist das denn so? Warum isst du das denn nicht? Man möchte ja die Leute informieren. Und das kann man nicht, indem man die Leute quasi beschuldigt. Dementsprechend ist es meiner Meinung nach einfach besser, sowas zu sagen wie, ich darf das schon essen, also ich will es halt nur nicht. Ich habe mich informiert und mir geht es damit besser. Und ja, aus meiner Situation heraus, ich möchte es einfach nicht. Also irgendwas Ich-Bezogenes nicht zu sagen, es ist falsch und du bist ein Mörder und sowas, das bringt nichts. Das ist genauso wie die ganzen Veganer-Kriege, du bist ein schlechter Mensch, weil du Oreos isst. Das ist halt bei Leuten, die dann Fleisch essen, eigentlich noch viel, viel schlimmer, weil die direkt das Gefühl haben, man bewertet sie. Und das möchte man ja gerade nicht erreichen. Man möchte ja erreichen, dass die Leute darüber selbstständig nachdenken und dann selbstständig zu einer Lösung kommen, die für sie passt. Auch wenn man als Veganer natürlich gerne möchte, dass die Leute dann vegan werden. Aber die Hoffnung habe ich ehrlich gesagt aufgegeben, dass jeder vegan wird. Ich tue einfach mein Bestes, dass die Leute darüber nachdenken und ich vertraue darauf, dass sie die richtige Entscheidung treffen werden in den meisten Fällen. Und dabei könnt ihr die Leute unterstützen, wenn ihr dann offen auf die Leute zugeht und einfach so sagt, so ja, darum ich esse es halt nicht, weil ich es nicht möchte und bla bla bla, irgendwas Ich-Bezogenes. Und dann können ja so Fragen kommen wie, das wusste ich gar nicht. Aber warum machst du das denn? Wie lange machst du das denn schon? Und wie machst du das dann mit Protein und mit Vitamin D und mit Vitamin B12? Es ist ja nicht so, als ob die Leute so denken, so, ha, ich weiß genau, dass das geht, aber ich ärgere den jetzt einfach mal. Das denken die Leute ja nicht. Die Leute haben das halt gehört und die sind einfach interessiert. Sie wissen es nicht. Und ihr seid dann doch so der erste Ansprechpartner, den die Leute haben. Ihr könnt so einen Samen sehen. Und was die Leute damit tun, das ist im Prinzip dann deren Entscheidung. Mehr könnt ihr nicht machen. Aber ihr könnt mindestens mit Rat und Tat zur Seite stehen und ihr könnt die Leute ganz freundlich darüber informieren. Ihr müsst das nicht immer machen. Ihr müsst nicht immer über solche Sachen diskutieren. Wenn ihr irgendwie bei einer Party seid und ihr habt da gerade keine Lust drauf, könnt ihr ja so diesen beliebten Verzögerungsmechanismus benutzen und einfach sowas sagen wie, oh, ja, du, ich weiß nicht, kann ich dir das später vielleicht nochmal im Detail erklären, weil hier ist jetzt gerade so voll und so viele Menschen und so und ich möchte noch mit anderen Leuten sprechen. Ist das okay für dich? Schreib mir deine Telefonnummer auf und dann können wir uns mal zusammensetzen, wenn du möchtest, wenn dich das wirklich interessiert. Irgendwie sowas. Mal guckt es, passt es einfach auf die Situation an. Und ihr müsst ja nicht zurückrufen.
Und so erreicht man viel mehr Leute, als wenn man halt sagt, so ja, ich bin besser als du, weil ich esse kein Öl. Und die meisten Leute sehen das halt nicht so. Die meisten Leute denken dann nicht so, oh mein Gott, du bist ein Gott, ich verneige mich vor dir oder so, weil du kein Fleisch isst. Sondern die meisten Leute denken dann, was für ein komischer Kerl, um kein anderes Wort zu benutzen. Dementsprechend offen auf die Leute zugehen, das hilft. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch. Hier findet ihr einen Link, um mich zu abonnieren, wenn ihr das nicht schon getan habt. Und unter mir findet ihr eine Liste mit, also eine Playlist von YouTube mit verschiedenen einfachen Rezepten von mir, die einfach, eigentlich ist es alles nur schmeiß es in einen Topf und koch es. Ich meine, so koche ich halt 5 von 7 Tagen ungefähr, weil ich keinen Bock habe, was anderes zu machen. Das war's.